Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder unterwegs in Simotrans. Wir haben hier einen Zug mit 49 Passagieren, der jetzt 477 minus macht. Wir müssen aber aufpassen, hier unten haben wir nur noch knappe Millionen. Nicht, dass wir jetzt irgendwie da ein Problem haben und kein Geld einnehmen. Da müssen wir ein bisschen drauf achten, ne? Ich sag mal, ihr schaut das Logo und dann gehen wir weiter auf den Großbildschirm. So, der Zug kommt jetzt hier und hier stehen 48 Passagiere. Wahrscheinlich ist der dann gleich voll, ne? Kann das sein? Müssen wir mal gucken. Wer steigt denn hier aus? Hier ist Dülmen Rathaus. Okay, da steigen einige aus. Und er ist tatsächlich voll, ne? Fährt weiter. Wir stehen am Bahnhof noch. 11 Passagiere. Aber welche wollen nach Bramsche? Das sind 8, also sind 6 stehen geblieben. Okay, das ist nicht so dolle. Wir wollten aber diese Kutsche hier als Stadtbus einsetzen, ne? Der hat natürlich noch 6 da drin. Das heißt, wir machen hier erstmal nicht laden, solange er da ist. Beziehungsweise, nee, lass ihn noch einmal fahren, dann kann er die von nach Bramsche mitnehmen. Und wir bauen hier gerade schon eine Haltestelle für Städtchen, ne? Ja, da müssen wir erstmal gucken, wo müssen wir hin? 1, 2 für die Haltestelle. Hier müsste sie hin. Na ja, gut, dann bauen wir da noch ein kleines Sträßlein hin. Das müsste ja dann da sein und da kommt die Haltestelle hin. Und das deckt dann das andere Häuschen auch mit ab. Passt. So, der sollte jetzt aber noch diese 6 Passagiere gerade holen da. Okay. Ach, dauert natürlich jetzt ziemlich lange. Kann man das. Ja, wir können das beschleunigen, ne? Jetzt hat er aber 6 geladen, genau. Nee, Fahrzeug nochmal, nicht laden und er fährt dann weiter. Der Zug ist da. Wie sieht es bei der Burg aus? Oh, 21. Dülmen und Dingens, 6er sind in die Richtung, der Rest ist in die Richtung. Und können wir nicht abholen, weil voll. Und das ist hoffentlich noch eine Kutsche, die zur Burg fährt, ne? Nö, die fährt nach Lörrach. Die müssen wir auch abschalten. Da müssen wir überlegen, was wir mit der machen. Ja, gute Frage, ne? Aber das jetzt hier bei der Burg. Ja, da passiert, oder haben der Burg Leute drin? Lörrach Burg. Ah, 6 gehen raus. Das heißt, es werden auch 6. Ah, jetzt habe ich mir das selber hier verbaut. Ja, stehen immer noch 6 da und der fährt weiter, ne? Also ein paar sind wohl ausgetauscht worden, aber nicht alle. Ja, dann ist das erstmal so. So, hier. Okay, der hat noch einen weiten Weg nach da hinten, ne? Komm, wir müssen mal schneller laufen lassen, geht nicht anders. Da unten ist wenigstens jetzt alles abgedeckt. Nochmal schneller. Wir können ja schon eine neue Linie basteln, fällt mir gerade so ein, ne? Stadtbus Bramsche. Und zwar von da nach da. Und fertig. Und das ist unsere Linie, der müsste jetzt leer sein, oder? Ja. Und der kriegt jetzt einen Fahrplan. Stadtbus Bramsche. Fracht. Und er fährt jetzt zurück. Also nicht laden müssen wir noch ausmachen, ne? Gut. Und dann müssen wir gucken, dass hier welche stehen auch. Hier steht natürlich jetzt gerade keiner. Und hier steht bestimmt Bramsche. Wie heißt die Straße? Auf jeden Fall steht hier keiner dafür. Oh, ich kann es nicht lesen. Lipsiusstraße. Okay, dann ist das erledigt. Die Städtchen ist dann schon mal ausgebaut oder umgebaut. So, jetzt fuhr noch Dülmen. Hier sind schon zwei Stadthäuser dabei, ne, sind aber abgedeckt. Und wo fährt der her? Wo kommt der her? Oh, der ist von hier. Das ist auch abgedeckt. Wir bestehen hier an der Burg. 3 Passagiere. Wir bestehen hier unten am Bahnhof.
16. Und zu Görlitzburg wollen 9. Da ist jetzt aber die Kutsche gerade angekommen, oder? Ist die noch am Laden, entladen? Ne, ich glaube, die fährt schon wieder weg, ne? Okay, Bramsche, Lörrach und Dülmen sind unterwegs. Naja, okay, aber hier müssen wir auch einen Stadtbus haben. Warte mal, dann kann der doch. Wo ist denn der hier? Aber der hat wahrscheinlich Passagiere drin. Na genau, den machen wir mal nicht laden. Und der muss nachher nach hier hinten fahren. Ja, ist sowieso egal, weil da hinten ist das ziemlich weit weg. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier auch ein Sträußchen bauen, oder? Ne, das brauchen wir kein Sträußchen bauen, weil das hier ist. Das heißt, da muss eine Bushaltestelle nur hin. Hier einfach eine Bushaltestelle hingebaut und fertig. Achso, es fährt sowieso eigentlich einer zum Hafen. Ah ne, da fährt der Zug hin, okay. Na dann. Neue Linie. Stadtbus Görlitz. Schuss. Der fährt von da nach da. Und fertig. Fertig. Und das würde dann nachher diese Haltestelle dahin sein. Diese Kutsche da sein. Die jetzt gleich ankommt. So, jetzt kann die neuen Dingens kriegen. Achso, die ist ja hier unten nicht laden. Neuer Fahrplan. Stadtbus Görlitz. Und hier nicht laden aus. Fracht 0 und lassen fahren. Gut, dann ist das hier geklärt, ne? Okay, dann sind wir hier durch. Hier haben wir auch geklärt, ja. Lass uns mal hier weiter gerade gucken. Oh, hier ist auch schon ein Häuschen, ne? Aber hier fährt noch kein Zug, deswegen brauchen wir das noch nicht umstellen. Das sollte noch so weiterlaufen. Gehen wir mal gerade einmal auf die Karte. Wo waren wir? Hier unten waren wir, ne? Ja. Das ist geklärt. Das heißt, wir gehen hier hin und schauen mal, wie da Ausbau ist. Okay, bei der Burg kann nichts wachsen. Das ist noch alles abgedeckt. Entschuldigung. Und hier müssen wir definitiv ein Häuschen bauen. Aber doch, das Häuschen passt. Bushaltestelle dahin. Ja. Und gibt es hier eine Kutsche, die da lang fährt? Hier ist eine Kutsche, aber die fährt bestimmt nur zu dem Burgen. Oh, hier ist ja ganz viel schon gebaut. Okay, da gibt es noch keinen Zug, keine Kutsche, die ich irgendwo noch einsetzen kann. Bramsche Dülmen haben wir abgeschafft, das heißt Linie löschen. Dülmen Lörrach. Machen wir später, nicht jetzt. Wir brauchen eine neue Linie. Stadtbus. Sind wir denn hier? Überlingen. Schuss. Und da fahren wir von da nach da. Passt. Wo ist hier das Depot? Da oben. LKW. Diese mit der. Und Fahrplan ist Stadtbus Überlingen. Starten fährt. Gut, dann ist das geklärt. Jetzt müssen wir hier noch was machen. Oh. Da müssen wir mehrere Bushaltestellen schon einsetzen, oder wie sehe ich das? Hm. Das können wir zumachen, das war falsch. Das wieder auf.
Das brauchen wir. Einmal da hingesetzt. Und ja, da muss da eine hin. Ne? Und da müssen wir da hinten auch noch eine hinsetzen. Okay, da müssen wir aufschütten. Ich glaube, so ist am besten. Und dann müssen wir eine Straße bauen. Muss man da nach da, glaube ich, gehen, oder? Das wäre der halt. Passt und passt. Sehr schön. Und dann müssen wir hier neue Linie machen. Stadtbus Limbach. Und wir fahren von hier nach da, nach da, nach da, nach da und dann nach da. Passt. Okay, Stadtbus Limbach ist geklärt. Der fährt noch nach da oben, das ist richtig. Hier ist keiner zwischen, dann müssen wir eine neue Kutsche haben. Der mit dem und dann Stadtbus Limbach. Hier sind RBs, SB brauchen wir. Aber die Linie, ach, da ist er. Und starten. Läuft. Können wir schließen, ist erledigt. So, hier unten haben wir geguckt, Luckewalde war nichts, da haben wir erledigt, hier haben wir erledigt. Oh, hier ist schon wieder was. Okay. Ja, da müssen wir dann noch eine weitere Haltestelle bauen. Die wäre da. Und hier fährt ein Zug hin, das bedeutet, ja, wir müssen Stadtbus haben. Linie, neue Linie. Neue Marke ist das hier. Stadtbus Neumark. Markt. Haben wir. Hinzufügen, hinzufügen. Fertig. Schließen. Auswählen. LKW. Der. Mit dem und Stadtbus Neumarkt. Und starten. Läuft. Haben wir noch ein Städtchen? Ja, da. Das hatten wir. Gut. Hier muss jetzt eine Haltestelle nach da drüben. Passt sich, geht sich aus, wenn wir es da bauen. Der eins verlängert und die Haltestelle ist das. Passt mit der, oder? Denke schon. Gut. Und neue Linie. Stadtbus Leinfelden. Und von da nach da. Passt. Und ist ein weiter Weg für die Kutsche. Aber ist halt so. Wo sind die SBs hier? Und da ist Leinfelden. Und starten. Passt. Passt. Hier ist irgendwie noch alles abgedeckt. Das ist schon mal gut. Ja, können wir so lassen. So, das haben wir hier. Nächstes Mal müssen wir darüber und da weitermachen. Sind soweit. Linie machen wir auch nächstes Mal aus. Mustern, da gucken wir uns das nochmal genau an. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch.
Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.